Ja, hallo liebe Weinfreunde, mal wieder hier in trauter Zweisamkeit haben wir uns getroffen und haben heute mal spezielle Rotweine rausgesucht, die eigentlich gar nicht zur Jahreszeit passen, oder? Überhaupt nicht. Ja, höchstens zum Grillen. Ja, wir haben ja, aber ich habe ja gehört, dass leicht gekühlte Rotweine für den Sommer eigentlich gar nicht so verkehrt sein sollen. Die sind ja jetzt nicht leicht gekühlt, aber egal. Ich finde, die haben Trinktemperatur. Ja, Schauen mit welchem willst du denn anfangen? mal. Ja, ich glaube fast mit Links dem oder rechts? links. Links. Okay, halt mal in die Kamera. Du kommst da besser ran als ich. Für alle, die in Mathe gut aufgepasst haben und das griechische Alphabet kennen, ist also der Ovilos vom Weingut Biblia Hora, wird es glaube ich ausgesprochen. Die Griechen unter euch, sagt doch mal, wie das ausgesprochen wird. Ja, kommt also auch aus Kavala. Wo ist es genau? Das ist die Region, wo Alexander der Große herkommt. Also Makedonien. Das ist das alte Makedonien. Ich habe es ja schon beim Weißwein gesagt. Relativ junges Weingut. Bauen biologisch an. Das hier ist jetzt ein 2007er. 100% Cabernet Sauvignon. Also international vermarktbar, International. also keine griechische Rebsorte Nein, drin. ist 100% Cabernet Sauvignon. War 18 Monate in Barrique. Und vom Alkohol her sind wir so bei 14%. Also ist kein Leichtgewicht. Ich würde sagen, Ja, danke. bitteschön, das ist ein Wein, den man auch relativ lang noch einlagern kann. Wir mal. Ich finde, da kommt einem gleich so eine Wucht entgegen, gell? Also hat schon eine Cassis-Note. Oh, ist mir Ja. jetzt echt zu heiß. Sorry. Ja. Tja, ein Scheiter fährt rechts. Also Cassis-Note. Aber auch so Beeren, ne? Ja. Und ich finde auch sowas, Lavendel oder Rosmarin. Rosmarin. Das ist irre, der erste hatte auch schon so eine leichte Kräuternote, der weiße. Und der hier hat auch wieder eine Kräuternote. Aber das ist schon ein Kraftstrotz irgendwo, Ja, ne? der hat was. Boah, die hat er noch nicht abgebaut. Also der kann locker noch ein paar Jahre liegen, bis er die richtige Trinkreife hat. Der Korken hat bloß nicht mehr so einen ganz tollen Eindruck gemacht, ehrlich gesagt. Okay. Oder? Ich finde, das ist nicht unbedingt das beste Zeichen. Nein, nein. Achso, War gut, dass man der aufpassen Wein kann. könnte wahrscheinlich noch länger liegen. Ich glaube bloß, die Korken machen das nicht so gerne mit. Weil der eine vielleicht. Weiß man nicht. Aber der hier, ich habe ja schon zu dem Weingut gesagt, bauen biologisch an. Aber man muss sich das so vorstellen, mitten in der griechischen Landschaft ein Château aus dem Bordeaux gestellt. Passt eigentlich überhaupt nicht, ne? Aber Wenn der Wein passt, ist warum schon nicht? imposant. Und ich finde, der braucht noch ein bisschen Luft. Aber wenn man einen Schluck von genommen hat, der ist unheimlich lange im Mund, ne? Also Könnte ich mir jetzt so zu gegrilltem Lamm gut vorstellen. das ist ein Lammwein. Aber wie? Und es ist auch kein Marmeladinger. Ja? Also, Ne. Bin ich aber gespannt, wie das dann beim zweiten ist. es schmeckt sehr frisch, finde ich.
drüber. Also mein Gesamteindruck ist schon sehr gut. Hm? Er hat halt noch sehr viel Tannine. Ist halt ein Cabernet Sauvignon, das ist klar. Aber ich finde, ich mag das, wenn es ein bisschen weicher ist. Das ist ein knallharter. Ja. Mhm. Ich mag das. Wirklich. Aber den zweiten hast du ausgesucht. Den zweiten habe ich ausgesucht, ja. Ich habe ja gesagt, ich suche mal was anderes raus von Penfolds. Wir haben hier den Bin 28 aus dem Kalimna. Ist eigentlich der älteste Bin-Wein von Penfolds. War 12 Monate im amerikanischen Eichenholzfass. Das waren übrigens französische. Mhm. Der hier ist im amerikanischen. Und ja, ich kann dazu eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich glaube, wir sollten den einfach probieren. Ja, mit dem Stoff. Okay. Das ist gleich sehr, sehr dunkle Farbe. 100% Shiraz. Also das, was man eigentlich von Australien kennt, oder? Mhm. Typischer Aussie. Ja. No Aussie, but Aussie. Australia, not Austria. Ja, ist noch verschlossen. Mhm. Aber riecht auch sehr schön. Gar nicht so australisch. Hat so eine, ich finde, der hat eine französische Note. Also der hat auf jeden Fall, finde ich, so eine... Also wenn wir hier so Kräuternoten haben, haben wir hier eher so Pflaumennoten, finde ich. Ja, ja, so Trockenpflaumen, ne? Ja, und so Backpflaumen. Das finde ich hier, ist mehr so im Vordergrund. Ist übrigens auch ein bisschen stärker auf der Brust. Der hat nämlich 14,5. Halt sehr, sehr viel weicher. Ja. Smooth. Ja, das ist so. Hm. Jetzt kommt noch das Beerige raus. Mhm. Blaubeeren. Ja, finde ich auch. Sehr stark Blaubeeren, Brombeeren in der Richtung. Aber vor allem Blaubeeren. Auch ein bisschen so schokoladig, sage ich jetzt mal. Heute lassen wir es übrigens auch ein bisschen krachen, nur so nebenbei. Also sind beides nicht unbedingt die Schnäppchenweine. Aber gut schon. Ja, wie würde es denn jetzt zum Beispiel, wir haben ja mal den Peter Lehmann getestet. Der ist ja eigentlich preislich so jetzt in einer Kategorie. Ja, ja. Würdest du den stärker oder schwächer einschätzen? Also bei Lehmann, die zwei, die wir getestet haben, da war noch so eine Eukalyptusnote dabei. Die ist hier jetzt nicht. Nee. Und ich fand die Eukalyptusnote einfach so faszinierend. Mhm. Ja, also ich kenne keinen anderen, also keine Weine vom anderen Kontinent, die diese Eukalyptusnote haben. Der hier ist schon viel bäriger, viel wuchtiger. Mhm. Ja. Ich glaube, von dem kann man auch nicht so viel trinken, oder? Ich schon. Ja. Also ich mag halt diese bärige, pflaumige Note total. Das gefällt mir sehr gut. Nein, das ist gut. Das ist gut. Aber zu was würdest du den trinken? Zum Steak? Gegrilltes Rindersteak? Das geht immer. Steak geht immer. Was noch? Passt aber auch zum Lamm. Ich habe mal. Aber nicht so. Ich finde, das ist jetzt nicht so. Hier könnte ich mir eher gebratenes Lamm vorstellen. Mhm. Und hier eher geschmort. Beides. Also.
Ich wüsste jetzt auch nicht, welcher Wein. Sind auch komplett unterschiedlich. Darf man ja auch eigentlich gar nicht vergleichen, weil hier Cabernet Sauvignon, hier Shiraz. Also sind zwei komplett unterschiedliche Typen. Aber es sind zwei Grillweine. Und zwar oberste, naja, oberste nicht, aber obere Region, würde ich sagen. Genau, wenn er mal nicht unbedingt euch den Einweggrill holt und euch an Main setzt und grillt, sondern wenn ihr halt daheim einen schönen Weber-Grill habt, gutes, schönes Stück Fleisch, dazu schön so einen Wein trinken. Also ich finde, das sind sogar Sommerweine. Zum Grillen kann man die trinken. Mhm. Also im Winter würde ich die wahrscheinlich nicht so trinken. Mhm. Da wäre es dann wieder mehr der Spätburgunder. Also zu Wildgerichten und so. Ne? Aber so zum Gegrillten schon gut. Ich glaube, wir brauchen noch eine kleine Runde. Von welchem? Vom Ovilos probiere ich nochmal. Ja, wir müssen ja auch noch eine Bewertung abgeben. Wie schaut es preislich aus? Hier sind wir bei 30 Euro beim Penfolds. Beim Ovilos sind wir bei ca. 20. Mhm. 22 in dem Bereich. Also das ist bei Penfolds geht es ja noch nach oben. Also so ist es nicht. Also wir hätten auch noch so diese anderen Bins haben können. Da geht es ja dann auch so bis 150 Euro teilweise hoch. Oder dann eben die 300 Euro für den Grange. Ich finde, beide haben auch etwas eine französische Note. Ich weiß nicht, ob du dich an die Bordeaux-Verkostung erinnern kannst. Also hier beim Ovilos ist auf jeden Fall Frankreich das Vorbild. Jetzt nicht als Cuvée, aber schon eine gewisse. Je mehr Luft er bekommt, desto mehr hat er so eine französische Note, finde ich. Mehr so eine südfranzösische? Nein. Bordeaux. Echt Bordeaux? Aber Bordeaux ist ja nicht reinsortig. Eigentlich nicht, ne? Ja, der ist gut. Ich finde ihn echt gut. Ja, also. Wir sind auf jeden Fall ja bei beiden über 40. Ja, auf jeden Fall. Also mich würde ja interessieren, was der Ovilos für ein Lagerpotenzial hat. Das ist jetzt der 2007er. Mhm. Ja. Und der hat immer noch so viel Wumm. Kannst locker noch 10 Jahre liegen lassen. Beim Penfolds sind ja auch relativ lange Lagerpreis. Wissen viele Leute nicht. Ne? Ja. Ich glaube, Penfolds bietet auch den Service an, die Korken zu wechseln. Mhm. Nach 10 Jahren oder so. Ne? Also ich finde, das sind zwei Weine, die wir jetzt trinken können, aber die mit Sicherheit noch Entwicklungspotenzial ja. haben. Und vor allem zwei Weine, wo sich so die sie also nicht verstecken brauchen vor Franzosen und Italienern. Und Italienern oder Spaniern. Überhaupt ich war jetzt sogar zu behaupten, dass wenn wir die jetzt in Frankreich oder in Italien gekauft hätten, hätten wir es doppelt gezahlt. Ja. 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 Und jetzt ist halt die Frage, brauchen wir sowas? Ja, das ist immer eine provokante Frage. Ja. Brauchen wir griechischen Wein? Ehrlich gesagt, ja. Also, gut, hier könnte man argumentieren, ist ein rein sortiger Cabernet Sauvignon. Gut, aber auf der anderen Seite
finde ich. Die Onyx-Sauce war Grieche, oder? Genau. Jetzt ist die Frage, brauchen wir australischen Wein? Manchmal schon. Also mir geht es so. Ich brauche es nicht. Es gibt ja immer die Leute, die sagen, warum soll ich mir einen Aussie kaufen oder einen Neuseeländer? Ja, sie sind schon ein bisschen anders. Ja. Jetzt bei mir ist es so, bei Shiraz aus Australien. Ja, weil der ist eigentlich anders als der Shiraz aus Frankreich, also der Syrah. Mhm. Und ich finde, den haben die Australier irgendwie so speziell in eine gewisse Richtung gebracht. Und hin und wieder braucht man sowas einfach. Ab und zu, ja, als täglicher Wein, nein. Ist auch moralisch nicht unbedingt vertretbar. Ja, aber so hin und wieder, ein Fläschchen ist schon nett. Jetzt kommt die Argumentation mit den Transportwegen und so, wenn du überlegst, jedes T-Shirt und so weiter kommt aus China. Wird ja nichts mehr hier produziert. Da haben viele überhaupt keine Skrupel, sich das Zeug zu kaufen. Genau, dann kann man sich theoretisch auch mal ein Fläschchen gönnen. So ab und zu, ja. Ich meine, der normale Alltagswein sollte schon aus der Region. Aus der Region kommen, ja, oder das weiß ich, aus Deutschland, das weiß ich, Franken, Rheinhessen, was weiß ich. Ja, aber ab und zu. Aber wir kommen jetzt ein bisschen zu sehr ins Labern. Wir müssen jetzt einfach mal die Dinger noch bewerten. Ja, beide über 40. Also, ja, sag du was. Also, da ich ja jetzt einfach mal vergleiche mit dem Lehman, finde ich schon, dass der auf einer Stufe mit dem Lehman ist. Ja. Das heißt, der ist so bei 43, 44 Punkten. Und der? Knapp darunter. Weil ich das ist halt mein Geschmack. Also mein Geschmack ist eher der hier. Also bei mir ist es der Grieche. Das. Er ist sehr vielschichtig, der Wein. Er hat auch das klingt blöd, aber er hat eine gewisse Frische. Man wird eigentlich nicht von der Frucht erschlagen, hat auch ein bisschen was Nussiges. Ich finde ihn sehr schön. Jetzt beim Australier, mir ist er fast ein bisschen zu fruchtig, aber ja, nee, kann man auch nicht sagen. Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Wein. Ja. Man hätte gesagt, bei beiden 43. Ja, ist okay. Kann man mitleben. Nee, ja, machen wir. Ich weiß nicht, wie waren die anderen? 44? 44, aber ja. Dann machen wir 43, 44. Nee, sehr 43 gut. Beide. Ist schon okay. Ja, das war's. Das war's. Tschüss. Servus.